Jede Trennung ist schwierig. Und mir ist das überhaupt nicht leicht gefallen, weil da sind ja nach wie vor tolle Leute bei den Grünen. Und da ist meine ganze politische Geschichte und da sind enorm viele gute Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, die werden es auch bleiben. Aber es ist Zeit für was Neues. Und wir müssen es einfach probieren. Ich will nicht, gerade als Korruptionsbekämpfer, die Republik den beiden korruptesten Parteien der Zweiten Republik, nämlich ÖVP und FPÖ, überlassen. Ich will nicht, dass Schüsselgasser mit Kurz Strache ein zweites Mal kommt. Ich will das einfach nicht. Wer gehört zum Wir von Peter Pilz dazu? Naja, zwei andere Abgeordnete haben sich ja bereits deklariert, Karl Oehlinger und Wolfgang Zingel. Aber wir, das sind alle, diese Bewegung, die in den letzten Tagen entstanden ist, politisch unterstützen wollen. Das sind Leute aus allen möglichen Bereichen mit allen möglichen Qualifikationen und da entsteht jetzt gerade was. Und ich rede jeden Tag mit so vielen Leuten, die sagen, hey, machen wir was. Das sind wir. Und in wenigen Wochen wird es eine Entscheidung geben und dann wird das Wir auch viele Namen und viele Gesichter öffentlich bekommen. Das Hauptziel ist eine Veränderung dieser Republik, ist die Begründung neuer politischer Hoffnungen, ist eine viel, viel bessere Politik und ist eine Politik unabhängig von den Altparteien. Ich will keine Abhängigkeit von Parteien mehr. Wir werden keine Partei gründen, sondern wir werden hoffentlich so stark werden, dass wir die Altparteien zwingen, ihr Verhalten zu ändern. Die Zeit, ich hoffe es, dieser drei riesen Betonblöcke, des Roten, des Schwarzen und des Blauen, ist hoffentlich vorbei. Das ist jetzt eine gewaltige Chance. Ich muss einfach probieren, das zu nützen. Es gibt viele Menschen, die jetzt in mich Hoffnungen setzen. Das ist meine ganz persönliche Verantwortung. Pilz in einer Regierung mit der FPÖ. Nie und nimmer. Ich wünsche mir keine Koalitionen am Beginn eines Wahlkampfes. Jetzt geht es um eine Bürger- und Bürgerinnenbewegung und um Mandate im Parlament. Jetzt geht es um Bürgermandate. Das ist jetzt ein großes Ziel. Wenn wir stark genug sind, dann reden wir darüber, in welche Richtung Österreich gehen soll, mit Altparteien. Wir haben ja nicht so eine große Auswahl. Und dann stellen wir uns konkret diese Fragen. Aber wir fangen nicht hinten an. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Wir sind jetzt eh wenige Tage nach dem Bundeskongress schon erstaunlich weit. Mich wundert es immer, ich denk mir, das ist 4 Tage her, mir kommt das schon vor wie ein halbes Jahr. Die Politik bewegt sich derzeit unglaublich schnell, aber wir müssen uns trotzdem ein bisschen Zeit nehmen, um den nächsten Schritt gut vorzubereiten.